Hallo, ich möchte mit GIMP, das ist das Programm hier, euch ein bisschen zeigen, wie man Bildbearbeitung machen kann. Erstmal Datei öffnen und sich ein Foto suchen, zum Beispiel hier das Schulhaus im Sommer, ein Foto, das man möglichst selber fotografiert hat. GIMP ist ein sehr ähnliches Programm wie Photoshop, kann ähnlich viel, ist aber völlig kostenlos und deswegen legal zu benutzen. Die Idee beim Bildbearbeiten ist, mit zwei Fotos zu arbeiten. Das heißt, ich öffne jetzt einfach noch ein zweites Foto und versuche dann aus dem oberen Foto etwas auszuschneiden und ins untere Foto einzufügen. Es gibt unter Werkzeuge, unter Fenster, kürzlich geschlossen, da gibt es einen Werkzeugkasten. Der, wenn er nicht da ist, brauche ich den. Den Werkzeugkasten brauche ich und Fenster, die Ebenen brauche ich. Gut. Und jetzt kann ich hier hin und her schalten, kleiner machen und habe hier wieder den Basar. Es gibt mehr Möglichkeiten, hier was auszuschneiden. Das eine ist zum Beispiel einfach so ein Rechteck. Zack. Und dann Steuerung Copy oder rechte Maustaste, Datei kopieren. So, und jetzt gehe ich in den zweiten. Hier ist er. Rechte Maustaste, bearbeiten, einfügen und da ist es. Mit diesen Werkzeugen kann ich das verschieben. Mit diesen Werkzeugen kann ich es auch größer und kleiner machen. Ich muss selber suchen. Jawohl. Und skalieren heißt, ich tue es jetzt wirklich. Und an der Stelle sieht man, dass es zwei Ebenen sind, wie zwei Folien, die der Lehrer auf den Overhead-Projektor legt, die übereinander liegen. Ich kann hier die untere Folie ausschalten und wieder einschalten und so weiter. Und wenn ich dann glücklich bin, kann ich Ebenen, die zusammenschmeißen. Das ist Ebene verankern. Jetzt ist es nur noch eine Ebene, jetzt ist es fest, ich kann nichts mehr verändern. Bearbeiten rückgängig. Das Interessante ist, wenn ich hier ein Malwerkzeug nehme, dann kann ich nur, ich bin auf dieser Ebene, nur die markierte Ebene bearbeiten. Jetzt möchte ich die andere Ebene. Ne, die ist fest. Genau, schweben, ich muss sie erst verankern. Also, hier Ebene verankern. Aber das Rechteck ist langweilig. Also, zurück. Kleiner machen. Hier. Interessanter ist das Lasso-Werkzeug, da kann ich jetzt hier was ausschneiden. So, wenn ich geschickt bin, dann zum Beispiel jedes Buch ausschneiden. Und kann dann dieses Buch so einfügen. Bearbeiten, kopieren, rübergehen. Da rechte Maustaste bearbeiten, einfügen. Dann habe ich ein Buch. Das schiebe ich dahin, wo ich der Meinung bin, dass ein Buch sein sollte. Ich kann das jetzt noch mit dem Radiergummi bearbeiten. Den Radiergummi mal ein bisschen größer. Weil der Teil mir, da habe ich ein bisschen zu viel. Da wird diese Ebene gelöscht. Der Radiergummi muss scharf sein. Das ist ein wunderschönes Spiel, alles. Und einfach alle Sachen ausprobieren. Hier ist ein Wischfinger, dann kann ich Unschärfe gestalten. So. Und dann am Schluss die Ebene verankern und dann liegt ein Buch auf der Wiese. Ein weiteres Auswahlwerkzeug, ganz interessant, ist diese magnetische Schere. Wenn ich etwas auswähle, was sich farblich abgrenzt, jetzt muss ich die Auswahl stört, die muss ich beenden. Entweder irgendwie rumklicken oder Auswahl, hier Auswahl, Auswahl wegmachen. So, magnetische Schere. Klick. Also das geht gut, wenn ich eine Person vor einem weißen Hintergrund habe. Die Profis machen ja immer Filme vor einem grünen Hintergrund, Greenscreen, und dann funktioniert das wunderbar. Und jetzt hier zum letzten Punkt. Na, Doppel, geht nicht. Ja. Naja, ein Doppelklick. Nächster Test. Das kann jetzt reinklicken.
Genau, in die Mitte reinklicken. Und jetzt habe ich es wunderbar. Nicht doppelklicken, reinklicken. Gut, kopieren. Kopieren und rüber und zack, einfügen. Einfügen, einfügen. Und jetzt ist hier ein Teller. Und den Teller mache ich groß. Ich habe Lust auf einen großen Teller. Skalieren. Skalieren und Ebene verankern. Ja. Interessante Gegenstände. Was anderes ist noch Auswahlwerkzeug hier, Farbpalette. Ich könnte diese Farbe versuchen auszuwählen. Ah, tut es sich schwer. Ah, nee, das war's. Hier kann ich nur eine Farbe suchen, dann hat er hier die Farbe. Zauberstab war's, ja. Na, jetzt wird hier dieser Teil des Bodens, der wird ausgewählt. Es geht besser mit irgendwas, was gleiche Farbe hat. Nochmal der Teller. Ja, zumindest der Teil vom Teller. Also es funktioniert mit einfarbigen Sachen ganz gut. Ihr könntet auch Auswahl, alles auswählen, Datei kopieren, so, bearbeiten, bearbeiten, kopieren, rübergehen, bearbeiten, einfügen, so. Und jetzt, hier sehe ich diese Ebenen, ja. Oben ist der Basar, unten ist das Schulhaus. Und jetzt könnte ich hier mit dem Radierer so den Teller und die Wiese hier frei radieren. Also wenn da drunter eine reine Wiese wäre, könnte ich in die Aula eine grüne Wiese verlegen. Also unten ein Wiesenbild, oben ein Aulabild. Genau. Was haben wir denn hier noch so? Ui, Himmel, Himmel in der Aula. Ja, wunderschön. Na, gefällt mir nicht so. Also wieder bearbeiten, zurück. Ja. Und Auswahl. Alles Auswahl. Nichts, nichts, nichts. Wieder mal die Auswahl weg. Nee, ich krieg die Auswahl nicht weg. Passiert mir immer wieder. Also Ebene verankern. Jetzt ist das Bild fertig. Was immer natürlich geht, ist malen. Ein bisschen kleiner. Also hier malen, hier eine schöne Farbe suchen, rot, okay, und dann wird das alles noch zusätzlich schön rot. Das ist das Wichtigste, schöne rote Punkte. Datei, wenn ihr es speichert, hat es die Endung XCF, das ist so eine typische GIMP-Datei. Das heißt, Datei exportieren ist hier wichtig. Exportieren als Schulhaus im Sommer 07 als JPEG. Exportieren. Schimpft er? Nö, passt alles. Exportieren. Fertig, Bild ist fertig, macht Spaß.